Hallo und herzlich willkommen, liebe Kiporanten. Heute beschäftige ich mich mit einem wunderschönen Bigfoot-Video. Leider ist es nur ein YouTube-Short. Zumindest dachte ich das am Anfang. Vielen Dank an Dörte für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du, wie immer bei mir, in der Videobeschreibung. Dieses Video stammt von dem Kanal Bigfoot's Testimony, der neben solchen und ähnlichen Bigfoot-Videos Videos von Sasquatch, Skinwalkern, Dogman und anderen unheimlichen Kreaturen zeigt. Er sammelt solche Einsendungen und veröffentlicht sie auf seinem Kanal. Damit hat er in nur 2,5 Jahren schon über 220.000 Abonnenten erreicht und über 111 Millionen Aufrufe generiert. Das ist schon erwähnenswert. Aber zurück zum Video. Es besteht aus zwei Teilen und soll an einem Tatort entstanden sein. Von den Absperrungen scheint der Bigfoot nicht besonders begeistert zu sein, da er mit Bäumen um sich wirft. Solche Bäume werfenden Bigfoots scheint es häufiger zu geben. Es findet sich zumindest noch ein weiteres Video davon auf dem Kanal. Bleiben wir bei diesem Tatort-Video. Ich habe das originale Video von Sonny Waiter gefunden, welches natürlich mal wieder nicht in der Quelle angegeben worden ist. Und es ist auch kein Handy-Hochkant-Video und kein Shorts, sondern ein ganz normales Video. Sonny Waiter hat nur 11.800 Abos, aber auch sehr viel weniger Videos. Auf diesem Kanal ist das Video auch als Ganzes und sogar im Querformat zu sehen und die Qualität ist auch wesentlich besser. Auf seinem Kanal erscheint aber immer der gleiche Bigfoot, was schon etwas verdächtig ist. Diese Videos sollen aus den Wäldern Kanadas sein. Diese spezielle Aufnahme soll von einer Überwachungskamera stammen. Schaut man sich das Gesicht des Bigfoots an, sieht es doch sehr menschlich aus. Auch sieht es sehr nach einem Kostüm aus, welches sogar eher eine Kapuze hat als ein ordentliches Fell oder eine Maske. Insbesondere, wenn der Bigfoot den Kopf dreht, sieht man die Kapuze sehr deutlich. Hier ist im Vergleich zu dem Wald auch zu erkennen, dass die Bäume, die er wirft, doch recht dünn und klein sind und durchaus auch von einem Menschen im Kostüm geworfen werden können. Wenn man mal extrem ins Video zoomt, sieht man deutlich, dass der Typ im Kostüm sich noch nicht einmal die Mühe gemacht hat, sein Gesicht zu verbergen und eine Maske zu tragen. Was ist das auf der Kapuze? Ist dort noch das Preisschild vorhanden? Nee, irgendwie ist dort ein Büschel Fell dran getackert oder so. An dieser Stelle des Videos ist auch noch ein Schnitt eingefügt worden, der hier überhaupt keinen Sinn macht. Jetzt könnte man sagen, der Schnitt entsteht dadurch, dass die Kamera nur bestimmte Zeiten immer aufzeichnet, da es eine Überwachungskamera ist und danach wieder abschaltet. Ich habe auch eine solche Kamera, aber dann sollten es doch gerade Summen sein wie 10 Sekunden, 20 Sekunden, 30 Sekunden und so weiter und nicht so krumme Werte, wie es hier der Fall ist. Und hier ist auf einmal eine helle Hand zu sehen. Wo ist das Fell hin? Also dieses Video und somit auch die anderen Videos von dem Kanal Sonny Waiter sind eindeutig ein Fake. Ich könnte jetzt auch noch die ganzen anderen Videos von dem Kanal Bigfoot's Testimony analysieren. Damit würde ich mich lange aufhalten können, aber das Ergebnis wäre höchstwahrscheinlich bei allen Videos sehr ernüchternd.
Wenn du, ja genau du, dir die Mühe machst und noch ein interessantes Video auf dem Kanal von Bigfoots Testimony findest, schicke mir gerne den Link, dann schaue ich mir das Video nochmal gerne an. So, ihr lieben Kipuranten, ihr wisst, dass ich mich über einen Daumen hoch und über niveauvolle Diskussionen in den Kommentaren freue. Das war's schon wieder für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video. Euer Kipu.